Bibel lesen? Nein, danke. Interessant. Du würdest wahrscheinlich nie für ein Buch eine eindeutige Meinung vertreten, ohne es selbst gelesen zu haben. Doch beim ältesten und meistverbreiteten Buch der Welt, der Bibel, haben viele ein Vorurteil, ohne jemals nur ein bisschen in diesem Buch gelesen zu haben, geschweige denn die ganze Bibel gelesen zu haben. Warum eigentlich? Jedenfalls hast du hier und jetzt die Möglichkeit, einen Satz aus der Bibel zu lesen und zu hören. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Es geht um Liebe und um ewiges Leben. Zwei Dinge, nach denen sich viele Menschen zutiefst sehnen. Ja, Gott hat dich geliebt und möchte dir ewiges Leben schenken. Seine Liebe hat er bewiesen, indem er seinen Sohn, Jesus Christus, für uns Menschen ans Kreuz schickte. Dort ist Jesus gestorben, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben bekommen. Wie das alles genau funktioniert, findest du auf anderen Videos oder Artikeln auf dieser Webseite. Schau einfach auf faith-time.com rein. Und vor allem empfehlen wir dir, mal die Bibel selbst zu lesen. Unten findest du Links, wie du zu einer kostenlosen Bibel und einer kleinen Einführung in das Bibellesen kommst.